Das Schöne an unseren Extraction-Loot-Shootern-Recherchen ist, dass wir auch zu jedem neuen Game einen neuen Hintergrund finden. Und so haben wir jetzt dieses Schmuckstück hier gefunden in Hintergründen. Tolles Bild. Hier sehen wir die Black Hawk Delta Force Einheit. Und genau darum geht es hier auch. Delta Force, Leute von älteren Jahrgang kennen das Spiel noch. Das Ganze kam vor Call of Duty, vor Battlefield noch raus und war damals ein Begriff auch unter dem Namen Black Hawk Down. Nach dem gleichnamigen Film. Ein Spiel, was damals wirklich in aller Munde war. Taktischer Shooter. Und 2009 ist sozusagen der letzte Ableger davon erschienen, das ist schon lange, lange her. Und jetzt hat Tencent Games, einer der größten Firmen der Welt, das Ganze aufgegriffen und kommt jetzt in die Neuauflage 2024. Und das Besondere für uns ist, dass hier ein Extraction-Modus dabei ist. Das Ganze wird Free-to-Play und es sieht nach einem Mix aus zwischen Escape from Tarkov und Call of Duty DMZ. Fangen wir mit der Firma an, also Tencent Games, die Inhaber von den ganzen Firmen, die League of Legends gemacht haben, PUBG und, also die größte Entwickler-Gaming-Schmiede der Welt. Also sie sind wirklich unglaublich groß und entsprechend groß ist auch dieses Game hier aufgezogen, welches Free-to-Play kommen soll. Wir schauen mal auf die Seite und dann sehen wir unten bei den Vorregistrierungen, welche Zahlen es hier geht. Das sind Spieler, die sich bereits registriert haben. Das heißt, diese Leute wollen die Beta spielen, die dieses Jahr noch erwartet wird, 2024. Und hier sehen wir eine unglaubliche Anzahl von bereits 800.000 Vorregistrierungen. Und wenn man auf die Gesamtzahl guckt, sie erträumen sich bis zu 10 Millionen Vorregistrierungen. Das sind Zahlen, da kann der ein oder andere nur von träumen. Das heißt, wir sind hier in einem Bereich, wo wir mit AAA-Herstellern auf jeden Fall so on par sind. Und gerade hier wird natürlich auch zu Activision rüber geschielt. Die Entwickler selber bezeichnen das Spiel als taktischen Shooter. Dabei haben wir erstmal große Multiplayer-Karten in einem Modus. Das ist sozusagen der Battlefield-Modus. Dann haben wir einen Modus, das ist sozusagen die Kampagne. Also hier haben wir eine Solo-Spieler, Solo-Kampagne, genau wie in COD auch. Sozusagen die zwei Modi. Und der dritte Modus ist jetzt nicht der Multiplayer, der normale, wie in COD, sondern der Extraction-Modus. Und interessant, hier auf der Homepage wird dieser Modus eben auch als erstes angeführt. Also sehr, sehr spannend. Das Ganze nennt sich hier Gefährliche Einsätze. Im Englischen Hazard Operations und es ist sozusagen ein Mix aus Escape from Tarkov und DMZ. Nicht Hardcore, also ganz wichtig, sie benutzen nicht das Wort Hardcore, also seit längerem jetzt endlich mal ein Extraction-Shooter, der nicht Hardcore ist oder sein will. Im Gegenteil, es ist eher angelehnt an die DMZ, hat aber einige komplexe Elemente drin von Escape from Tarkov. Kommen wir gleich zu. Und zwar ist es so, in diesem Modus hier müssen wir erstmal unser Setup wählen und bei Tod geht dieses Setup auch verloren. Wir haben ein Währungssystem, das heißt, wir kaufen unsere Waffen bei Ingame-Händlern, genau wie in Tarkov. Wir sind bis zu drei Leute in einer Runde und können sozusagen in einer Runde dann looten, Missionen erfüllen, Progress machen. Es gibt sogenannte Blaupausenkisten, also besonderer Loot sozusagen, den man dann gegen Ingame-Währung einlösen kann. Vielleicht so ein bisschen wie der Waffenkoffer auch in der DMZ von Call of Duty. Natürlich haben wir auch PvE-Elemente, also viel feindliche KI. Da werden wir sehen, wie gut sich diese KI verhalten wird. Es gibt verschiedene Extraktionspunkte, also auch verschiedene zur Auswahl, nicht nur einen. Und es gibt sozusagen verschiedene Möglichkeiten zu entkommen und auch außerhalb anscheinend von diesen Extraktionspunkten zu entkommen, indem man sozusagen noch einen riskanteren Extraktionsweg nimmt, aber dafür auch mehr Boni bekommt. Welche Boni, wissen wir nicht. Vielleicht geht es hier um mehr Geld, also Ingame-Währung oder Boni für Erfahrungspunkte oder vielleicht Skins, die man bekommt. Auf jeden Fall hat man hier nochmal eine interessante Abweichung von dem üblichen. Die Maps in diesem Extraction-Shooter oder generell in allen Modi hier haben zerstörbare Elemente, also kann sehr viel von der Karte zerstören, aber auch nicht zu viel, sagen sie. Es soll aber schon so ein immersives Gefühl geben und auch das ist interessant, dass sie das immer wieder erwähnen. Also das Wort Realismus fällt sehr oft, das Wort Immersion fällt sehr oft und das sind wir in einem Call of Duty-artigen Spiel eher nicht gewohnt. Also da scheinen sie so ein bisschen den Spagat zu versuchen. Die Map-Größe ist so ausgewählt im Extraction-Shooter-Modus, dass 20 bis 64 Spieler Platz finden können und natürlich dann entsprechend noch die KI-Einheiten auf der Map rumrennen werden. Und es gibt auch ein komplexeres Modifikationssystem für die Waffen. Also es ist so, dass wir tatsächlich in Tarkov-Style sozusagen Waffen modden können, Ausrüstung ändern können, also komplett uns anpassen können, sodass wir für unsere Runde perfekt ausgerüstet sind. Und wir können auch Modifikationsteile extrahieren, also zum Beispiel Griffe, Scopes und so weiter wie in Tarkov und die dann für unsere Waffen verwenden.
Ich habe mir ein bisschen Gameplay angeschaut. Wenn man ein bisschen googelt, findet man das ein oder andere geleakte Material. Und hier sehen wir zuerst mal, dass wir ein wirklich gutes Loot-System haben. Sieht sehr, sehr interessant aus. Also so ein bisschen so ein Mix aus DMZ und Tarkov. Wir können Kisten looten, Gegner looten. Es gibt Loose Loot, also Loot, der offen rumliegt. Das ganze Loot-System ist anscheinend komplexer. Man kann es für Missionen verwenden, also dass man gewisse Sachen rausbringen muss. Man kann aber auch den Loot verkaufen. Sehr, sehr, sehr interessant. Es gibt einen Handelsmarkt. Einen offenen Spielerhandel. Weltweit kann man sozusagen dann das Ganze anbieten. Das geht wieder an der Börse zu. Preise fallen, steigen, je nachdem Angebot und Anfrage, Nachfrage, wie weit die Leute sind in ihrem Progress, was gerade gebraucht wird. Faszinierend, das erinnert extrem an Escape from Tarkov. Was auch aufgefallen ist, ich habe keine Autoheilung gesehen. Also wenn ein Spieler verwundet war, hat er sich nicht wie in Call of Duty automatisch geheilt. Das heißt, hier müssen wir Heilsysteme benutzen und hier wird es interessant. Auch hier ist es ein bisschen komplexer. Also es gibt Blutungen beispielsweise, dass man eine Blutung stoppen muss. Man muss seine Lebenspunkte heilen. Und auch die Heilungsanimation an sich ist relativ langwierig. Das heißt, für so eine Applikation, eine einfache Heilung, gehen direkt mal 8 Sekunden drauf. Was relativ lange ist, finde ich, in so einem relativ schnellen Shooter. Und apropos schnell, wir sehen auch das Sliden. Also die Spielerfiguren können auch sliden. Ich weiß nicht, ob es auch Slide-Canceling gibt, ob sie das auch übernommen haben. Aber insgesamt schon sehr, sehr interessant. Wie gesagt, komplexe Missionen. Wir haben auch eine Minimap mit COD, wo unsere Kollegen dargestellt werden und bestimmte Markierungen auf der Map, Missionsziele und. Und auch wie in COD haben wir Namen über den Spielern. Das heißt, wir haben ein etwas ausführlicheres HUD-System, nicht wie in Tarkov, alles minimal gehalten, sondern viel mehr Informationen wirklich im COD-Style. Zusammengefasst würde ich sagen, dass es spielerisch, also vom Gameplay, vom Waffenverhalten her so aussieht wie COD. Auch wie sich die Waffen im Gameplay fühlen, sage ich jetzt mal. Ich habe es natürlich noch nicht gespielt, aber so wie es aussieht, das erinnert extrem an Modern Warfare 2. Das Recoil-System und so weiter und auch die Wucht der Waffen. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Auch die Wucht der Figuren, die Wucht von Patronen, Kugeleinschlägen und so weiter. Also das sieht wirklich schon sehr, sehr vielversprechend aus. Mechanisch würde ich sagen, sieht es aus wie Escape from Tarkov, also das Handelssystem, das Loot-System, das Heilungssystem und so weiter und so fort. Wirklich ein Mix aus beiden Modi, aus beiden Spielen natürlich. Aber wenn wir schon bei Modi sind, kommen wir zu dem zweiten Modus. Und auch wichtig hier, sie haben halt Hazard Operation, gefährliche Einsätze, als ersten Modus genannt auf ihrer Homepage. Als ob das so ein Schwerpunkt ist. Und es befindet sich momentan in der Alpha. In China. Und hier ist es so, dass diese Alpha nur Hazard Operations, also nur diesen Extraction-Shooter beinhaltet. Von 3 Modi ist also hier anscheinend ein ganz, ganz großer Schwerpunkt. Was sehr interessant ist, ist kein Nebenmodus, sondern sie legen einen großen, großen, großen Wert auf diesen Modus. Sehr, 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 sehr spannend. Aber kommen wir zu dem zweiten Modus. Das ist auch ein sehr großer Modus, der nennt sich Chaotischer Krieg, im Englischen Havoc Warfare. Und das ist der Battlefield-Modus. Auch hier können wir 4 Klassen auswählen, also einen Heiler, einen Scharfschützen und so weiter und so fort. Es geht darum, dass wir hier alle möglichen Fahrzeuge benutzen können. Das sind eben Schlachten im großen Prinzip. Man kann Kartenabschnitte erobern, wie im Battlefield. Man kann Boote, Panzer, Flugzeuge zu Wasser, zu Luft steuern. Also ein großes Schlachtfeld, in dem Angriff und Verteidigung, Strategien eine große Rolle spielen. Aber auch hier reden sie von Realismus, dass Realismus ein Kernelement des Modus sei und nicht die 4 Klassen, die nämlich ihre eigenen Fähigkeiten mitbringen. Ähnlich wie in Valorant hat jemand eine eigene Fähigkeit. Diese Fähigkeiten sollen aber realistisch sein. Also dass zum Beispiel der Heiler irgendein besonderes Medikit hat, die Assassinen hat eben einen Bogen. Solche Geschichten sind das eher und nicht wie in Valorant, dass irgendwelche Dinge in die Luft gehen und irgendwelche Laserwaffen rausgeholt werden oder sowas. Auch der dritte Modus sieht ultra interessant aus. Der nennt sich auch direkt Black Hawk Down, angelehnt an den alten Titel und angelehnt an den Film. Es ist so, dass die Kampagne komplett die alte Geschichte erzählen will. Und hier ist nicht ganz klar, ob Black Hawk Down auch Free-to-Play sein wird oder ob dieser einzelne Modus sozusagen in dem Spiel extra finanziell, ob man den freischalten muss über irgendwelche Kosten. Momentan sind sie sich anscheinend selber noch nicht sicher, wie sie das machen. Wenn Black Hawk Down auch kostenlos mit in einem Paket wäre, würde das bedeuten, dass wir praktisch vom Inhalt her ein komplettes Call of Duty kriegen mit allen 3 Modi, die kostenlos drin sind. Das wäre schon sehr, sehr krass. Also wir sind gespannt. Das Ganze spielt in Mogadischu und werden hier Straßenkämpfe haben. So ein beklemmendes Gefühl soll vermittelt werden. Nachteinsätze, die Abschussstellen, der Hubschrauber, Rettung von unseren Kollegen und so weiter. Also die alte Geschichte dieser Delta-Operationen,
soll hier neu erzählt werden, mit Respekt, sagen sie, an die alten Spiele, an die Geschichte, an die Veteranen, die sozusagen uns alles damals nahegebracht haben. Eine cinematische Spannung soll aufgebaut werden. Also, man merkt schon, sie holen hier wirklich sehr weit aus. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zu konkreten Fakten. Also, um die Technik soll es sich jetzt drehen. Wo kommt dieses Spiel überhaupt raus? Und jetzt wird es auch noch mal krasser. Das Ganze wird erstmal ein PlayStation-kompatibles Spiel sein. Sie sagen PS4 und PS5 kompatibel, aber auch Xbox X und S kompatibel. So weit, so gut. Dann soll das Ganze auch auf den PC kommen, und zwar auf Steam und auf Epic. Also man merkt schon, sie haben schon sehr im Detail ihre Aussagen hier getroffen. Das Ganze, jetzt wird's krass, kommt aber auch auf Mobile, und zwar in einer eigenen Version. Also sie sagen, jede Version, Konsole, PC und Mobile, ist separat entwickelt worden. Und die Mobile-Variante kommt auf iOS und auf Android. Und das Ganze soll mit Crosser spielbar sein. Das heißt, ihr könnt auf dem PC gegen Mobile-Spieler spielen, Mobile gegen Konsole, Konsole gegen PC und so weiter. Beispielsweise auf Handy, haben sie ja gesagt, könnte man das Crossplay deaktivieren. Das heißt, Mobile-Spieler können dann wählen, nicht gegen PC-Spieler spielen zu müssen. Aber sehr interessant hier, es gibt trotzdem ein gemeinsames Progressionssystem. Das heißt, ihr spielt zum Beispiel am PC, geht dann im Real Life in den Zug, fahrt irgendwo hin und könnt auf dem Handy mit dem Spielstand, den ihr am PC hattet, am Handy weiterspielen, mit ausgeschaltetem Crossplay, ohne gegen PC-Spieler spielen zu müssen. Also das Ganze ist komplett miteinander verknüpft, und das heißt, dass ihr, egal auf welcher Plattform ihr seid, mit euren Freunden oder gegen eure Freunde spielen könnt. Und sie sagen auch was zu dem Anti-Cheat, weil das wäre ja das Ding jetzt bei diesem Free-to-Play und dieser großen Masse an Spielern. Sie sagen, sie haben sich da sehr viele Gedanken gemacht. Anti-Cheat-Systeme in mehreren Lagen würde es geben. Es würde ein Fog-of-War-System geben, das jetzt zusätzlich zu einem Anti-Cheat zum Beispiel verhindert, dass man Wallhacken oder Aimbotten kann, indem sozusagen die Sicht, ich kann euch nicht erklären, sie haben auch nicht weiter gesagt, wie sie das machen, aber indem die Sicht sozusagen zu den Gegnern auch durch Wände nicht möglich sein würde, unabhängig sozusagen von einem Cheat-Tool. Wir werden sehen, wie sie es am Ende umsetzen. Ich glaube aber, gerade für so einen Free-to-Play-Titel, der auch noch so groß aufgezogen wird, ist Anti-Cheat, also das ist, glaube ich, das Zünglein an der Waage, dass wir nicht von Cheatern überrannt werden, sondern dass wir dem Ganzen hier, dass jeder Spieler noch ein gutes Spielerlebnis kriegen kann. Das ist, glaube ich, absolut entscheidend. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was sie in Zukunft noch zu ihrem Anti-Cheat-System sagen werden. Ich habe mir noch ein bisschen Gameplay angeschaut, deswegen, was jetzt kommt, ist ein bisschen inoffiziell. Und zwar habe ich die Basis gesehen. Hier haben wir verschiedene Strukturen in der Basis, die man upgraden kann. Soll irgendwelche Boni geben, sehr interessant. Also sie haben ein Hideout-System, ein Progressionssystem. Das haben wir in der DMZ hier immer vermisst, so ein komplexeres Progressionssystem. Auf jeden Fall ist es in irgendeiner Art und Weise hier implementiert. Wir haben ein Händlersystem. Ich habe verschiedene Händler gesehen. Bei dem einen konnte man Heilung kaufen, bei dem nächsten Waffen. Übrigens viele Waffen, also wirklich jede Menge Waffensystemen und auch eine komplexe Modifikation der Waffen. Ich werde vielleicht mal das eine oder andere leaken. Ich versuche, das Ganze durchzumogeln. Aber ich muss vorsichtig sein mit dem Material. Ihr wisst, sowas wird ruckzuck gestrikt. Dann haben wir eben diesen Flea Market. Das heißt, ein offenes Handelssystem, wo Spieler untereinander verkaufen, kaufen können. Es gibt Graphen, es ist wie in einer Börse, können halt die Preise ein bisschen vorausgerannt werden. Das hat sehr an die alten Zeiten von Tarkov erinnert, wo alles gekauft und verkauft werden konnte. Und ich habe das Missionssystem gesehen. Das ist praktisch wie so ein Baum, so eine baumartige Struktur. Man erfüllt eine Mission und schaltet zwei weitere Missionen frei. Kann man dann sich für eine entscheiden, die auszuführen, bekommt Belohnungen. Man kann wohl auch Operateure damit freischalten, Skins und so weiter, neue Items, Händlerreputation, also das ganze Paket. Wann kann man das Ganze jetzt spielen? Und zwar ist es so, dass wir eine gute Roadmap sehen. Das Ganze hat gestartet im Oktober 2023 in China. Wen China nervt, ich kann auch sagen China. Also in China 2023 ist es losgegangen. Und zwar, wie gesagt, der Extraction-Modus ist hier in die Closed Alpha gegangen. Die Chinesen können das sozusagen schon spielen und weiter bei der Entwicklung helfen. In Q1 sollen jetzt die Hands-on-Sessions beginnen. Das sind Offline-Hands-on-Sessions. Was bedeutet das? Man meldet sich hierfür nicht online an, sondern man geht auf den Discord von Delta Force und meldet sich dort für die Stadt an, in der eben ein Delta Force-Projekt stattfindet. Beispielsweise haben wir ein konkretes Datum für den 16.03. Hier findet ein Hands-on in Los Angeles statt. Auf dem Discord kann man sich eintragen. Wer vorbeikommen möchte, kann sich hier bewerben. Dann werden die Leute eben ausgewählt. Wenn man Glück hat, hat man eben Zugang
zu diesem Hands-On und darf dann in Los Angeles sozusagen an den Rechner und das Spiel spielen, mit den Entwicklern reden und so weiter und so fort. Also diese Hands-On-Sessions sollen in Q1 stattfinden. Gut, jetzt haben wir fast Ende Q1 die Frage, welche europäischen Städte da jetzt vielleicht noch kommen. Das nächste ist jetzt H1, also die erste Hälfte von 2024. Hier soll dann die Alpha starten. Also sozusagen ab April möglicherweise könnte es eventuell losgehen, dass wir dann in die Alpha gehen. Und vielleicht kriegen wir dann zur zweiten Jahreshälfte eine Beta, sodass das Ganze dieses Jahr noch seinen Lauf nimmt. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, auf dem Discord zu sein. Da werden wir wahrscheinlich die meisten Updates kriegen und auf dem Laufenden bleiben. Und wenn ich was Neues herausfinde, werde ich euch natürlich auch sofort Bescheid geben. Mit der Ankündigung dieses Spiels ist meine Top-3-Liste der Extraction-Loot-Shooter so ein bisschen durcheinandergewirbelt worden. Ich rede hier von Greyzone, Warfare und Co. Dieser Hybrid-Titel von Tarkov und DMZ, wenn das so hinhaut, wie sie es ankündigen, das ist halt genau das, wonach ich eigentlich gesucht habe. Also das ist wieder mal auf dem Papier, so Wunschzettelmäßig über das Nähkchen dran. Jetzt kommt es natürlich drauf an, das Ganze ist Free-to-Play. Das heißt, erstens schaffen sie das Anti-Cheat-System vernünftig hinzukriegen. Ich glaube, das wird ganz entscheidend sein. Free-to-Play, Extraction Loot Shooter, wir nennen uns an The Cycle Frontier, die genau durch so eine Mechanik komplett zerstört wurden. Server mussten abgeschaltet werden, weil die Cheater das Ganze einfach überrannt haben. Also ganz kritischer Punkt. Und der zweite Punkt ist das Monetarisierungssystem, denn hier ist die Frage, sie halten sich komplett kostenlos. Nach der Frage über Pay-to-Win haben sie gesagt, dass sie keine Pay-to-Win-Elemente, na, das haben sie so nicht gesagt. Sie haben gesagt, auf die Frage Pay-to-Win haben sie Nein gesagt, und zwar, dass sie Skins verkaufen möchten, Cosmetics, und dass ihnen ein ausbalanciertes Spiel wichtig ist. Mehr haben sie nicht dazu gesagt. Also ob es da irgendwelche Elemente gibt. Ich meine, sie müssen sich ja irgendwie finanzieren. Wie machen sie das? Finden sie einen guten Mittelweg? Ich bin sehr, sehr gespannt, was Tencent hier macht. Das sind, glaube ich, zwei ganz entscheidende Punkte. Wobei, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, Monetarisierung eher auf Platz 3 und auf Platz 1 und Platz 2 das Anti-Cheat-System. Ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste. Ich bleibe am Ball, wenn ich was Neues weiß, sage ich Bescheid, verabschiede mich bis dahin, sag hasta luego und hasta la vista, ciao.